Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Mit Miriam. Okay. Was? Aus dem Bild. Nee, ich hab dich voll im Bild. Komm, sag hallo, mach einen coolen Move. Stellt euch jetzt einen Depp vor. Wow. Ich glaube, du hast erstmal was zu zeigen, ne? Also das ist ja unser Gehege, was wir beim letzten Mal gebaut haben. Da werden wir heute hoffentlich die Gullies reinkriegen. Aber die gute Miri war gerade schon ein wenig fleißig. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, in der nächsten Folge würde das Haus ganz anders aussehen. Das Problem ist, die letzte Folge war gestern. Also gestern haben wir die aufgenommen. Und seitdem habe ich keine Zeit gehabt, das Haus umzugestalten. Stattdessen habe ich jetzt die Idee gehabt, das Haus, also unser Wohnraum, einfach auch auf derselben Ebene zu bauen, wie wir hier auch den Park bauen wollen, ja? Weil komm, es ist spann uns nicht auf die Folter, zeig uns wo. Ja, ey, darf ich das nicht mal erklären? Ich will's sehen. Du erklärst immer alles so ganz extrem und dann... Ja, ich hab's doch auch noch nicht gesehen, ich bin auch gespannt. Ja, da gibt's auch noch nicht viel zu sehen. Ja, aber jetzt kannst du es uns vor Ort erklären. Okay. Also ich wollte jetzt unser Haus hier auf derselben Ebene machen, weil wir da sowieso immer hin und her rennen müssen. Und wenn wir immer auf den Berg rennen müssen, ist das doof. Aber Das Haus da oben wollen wir stehen lassen. Das kann man dann zum Beispiel später schon als Grundplattform für eine Besucherplattform benutzen. Und man kann da eventuell dann Kaffee oder so reinmachen. Aber ich würde sagen, dem Haus da hinten widmen wir uns erst viel, viel später. Ja, das lassen wir erstmal da oben. Also du willst aber jetzt hier erstmal eine Butze für uns bauen? Ja. Ja, ist aber eine coole Location. Wie machen wir es mit Creative Mode? Weil wir konnten jetzt ja die Kommentare gar nicht abwarten. Also für so Standardsachen erstmal benutzen? Also ich arbeite gerade die ganze Zeit ohne. Okay. Also so zum Schauen mache ich das sowieso auf jeden Fall mal. Aber die Location finde ich gut. Also sieht schon. Vielleicht mache ich es mal, wenn ich da hochfliegen will, weil da hochzuspringen, das dauert echt lange. Ja, es aber ansonsten. Das ist ja auch nichts Gefährliches oder es ist ja einfach nur Zeit, die gefressen wird. Also ich denke. Aber also nur damit die Leute wissen, ich werde mir nichts entschieden. Ich habe auch gerade Bäume gehackt, ja. Wir haben ja gute Äxte und so, wir brauchen uns ja nicht mehr was entschieden. Also das ist alles ganz entspannt. Aber ich finde die Location cool, also hast du gut ausgesucht. Sieht auch sehr interessant aus, wie du das hier gestaltet. Ist das hier Sandgestein, die Treppen? Ja. I like it, sieht cool aus. Aber ja, ich brauche. Das ist zum Beispiel die Farbharmonie, die ich meinte. Verschiedene Brauntöne. Und Gelb halt. Ja. So zueinander passt. Hier ist eine Höhle, ne? Hast du das schon gesehen? Die ist Lava. Ja, ich baue drumherum. Du bist gerade nicht in derselben. Ich habe gerade irgendwie Lust, in der Höhle reinzugehen. Du bist gerade in einer anderen Höhle als ich. Ist da hinten auch noch eine Höhle? Nee. Ist wahrscheinlich dieselbe. Hier sind mega viele Höhleneingänge. Hier ist auch so ein Unterwasserding. Oh ja. Ach, voll interessant hier, die Map. Ja, ich brauche aber gleich eigentlich Hilfe von dir bei den Gullies, ne? Ich habe keine Ahnung, wie wir die hier rüberbringen. Ich würde sagen, wir lesen uns mal eben schlau und dann schauen wir mal, wie wir die rüber transportieren können. Ja. Wir sind da, bei den Gullies, bei unserem alten Haus. Wieso hast du hier eigentlich die Tür rausgerissen? Nee. Ach, das soll hier ein Schubfach sein, oder was? Ja. Wie funktioniert das? Wenn du Rechtsklick gedrückt hältst, packst du alles, was in deinem Inventar ist, also Bruchstein in dem Fall, da rein. Nach und nach, oder was? Mit Alt und Linksklick zum Beispiel kannst du dir einen Stein nehmen. Okay. Mit STRG und Linksklick nimmst du den ganzen Stack. Interessant. Okay. Und eigentlich gibt's. Also eigentlich macht man eine ganze Wand mit sowas, ne? Ja, ja. Eine riesige Wand. Macht schon Sinn. Und dann gibt es noch so ein Ding. So ein Werfer heißt das, glaube ich. Da packst du einfach alles rein und der sortiert das dann automatisch. Ach cool. Das ist nämlich genau das, was du brauchst. Hast du jetzt eigentlich schon einen Plan wegen den Gullies hier? Nee, ich wollte jetzt erstmal gucken, welcher nicht der gezähmte ist. Und dann. Ach so, stimmt, einer war ja gezähmt, ne? Das habe ich. Oh mein du Gott. Du hättest warten sollen. Das war der größte Fehler ever, dass du da schon reingegangen bist. Ich wollte gerade die Tür zubauen. Das war komplett. Der eine ist drin. Der andere nicht.
Den müssen wir jetzt verfolgen. Ist nicht ausblitzen. Nur fressen mit, ey. Gott, wo will er hin? Ist halt ultra schwer, weil der sich so viel bewegt. Komm, bleib irgendwo hängen. Nicht abhauen. Wir sind halt beide sofort ausgebüxt, ey. Ja, ich wollte gerade noch sagen, bevor du die Tür öffnest, wir müssen erst die Dings zumachen und dann war es zu spät. Gehen wir jetzt hin? Oder? Ich verfolge ihn, aber wir kriegen ihn nicht eingefangen. Halt mal jetzt dein Dino-P hier da drauf. Ich will mal wissen, ob das der Gezinkte ist. Ja, dann musst du ihn aber im Auge behalten, wenn er weitergeht. Falls ihr euch wundert, das ist hier von Magnus und seinem Kumpel. Der spielt nämlich auch hier. Okay. Das ist der von mir, Owner der Dandy-Mann. Gib mir mal die Peitsche, vielleicht kann ich was machen. Gib mir mal das Buch. Ey, du bist meiner. Bleib jetzt stehen. Ruge. Oh mein Gott. Was passiert? Oh, ich kann ihn reiten! Geil. Lol. Bin ich jetzt da drauf? Das ist ja insane. Okay. Dann weiß ich schon mal, wie ich den hier rüberbringe, den Dude. Gott sei Dank ist der ausgebüxt, weil der andere ist, glaube ich, nicht gezähmt, ne? Okay. Ist ganz schön schwierig hier zu reiten. Der kriegt die ganze Zeit Schaden, wenn ich irgendwo gegenreite. Weil hier so ein krasser Wald ist. Aber ich hab's geschafft. Kann der springen? Nee. Aber wie kriege ich den jetzt in das Gehege rein? Oh lol. Okay, hat sie erledigt. Das heißt, irgendwie muss ich jetzt den anderen zähmen da, oder nicht? Ja, der erste ist jetzt im Gehege drin. Wie komme ich jetzt hier raus? Und er ist instant ausgebüxt. Alter! Das ist doch nicht sein Ernst, ey. Ich will nochmal einen Jump da rein. Alter, ist das verwirrend, wenn man mit dem reitet. Wie bin ich denn da vorne? Ah, okay. Jetzt bleibst du aber hier drin, Dude. Bleib da. Der Junge hat schon wieder auf die Tür. So. Okay, ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht raus, ne? Weil der konnte auch so reinlaufen über die Tür. Oh mein Gott. Bisschen Angst. So, die beiden, wie ihr seht, sind jetzt im Gehege. Mein Spiel ist leider gerade abgestürzt. Miri hat es aber geschafft, den anderen zu bändigen und zu zähmen und hat ihn dann auch hierher geritten. Wie ging das denn jetzt, Miri? Wie hast du es hinbekommen? Ich habe absolut keine Ahnung. Also eben, wie ging es dann? Also ich habe paar Mal mit der Peitsche, paar Mal mit gefüttert und dann stand beim Dinopedia, dass ich besitzt bin. Ja, jetzt haben wir unsere ersten Dinos im Gehege. Finde ich schön. Mega cool. Und wenn man die Dinos dann peitscht, das habt ihr gerade schon gesehen, kann man die reiten. Ja. Aber das Reiten ist ein bisschen strange, muss ich sagen. Bring gerade den Pida über. Ja, sehr gut. Aber ich bin ein bisschen... Weil die haben ja gerade in der alten... Vorsicht beim Rausreingehen. Ja. In der alten Butze gerade... haben die ja auch nicht gefressen, weißt du? Doch. Platzier den mal irgendwie mittig oder so. Ich würde auch gerne da reinkommen, aber... Oh, die Sonne geht unter. Ich habe auch noch Food hier. Uiuiui. So, jetzt haben die erstmal genug fressen. Meinst du, die fressen auch Schnitzel? Ich probier's mal aus. Ja. Ne, das müsste ja links rein. Das ist ja Fleischfresser, logischerweise. Und das bringt ja gar nichts. Ja, keine Fleischfresser. Oh, die Sonne geht jetzt mega schnell unter. Ich hoffe, die sind hier sicher gegen so Viecher und so, ne? Nicht, dass hier ein Creeper ans Gitter kommt und explodiert oder so. Wir müssen hier ein bisschen aus... Ja, lass uns aber nicht im Gehege ausleuchten, sondern außenrum, oder? Obwohl nicht, dass hier einer drin spawnt. Das können wir ja später immer noch schöner machen. Ich habe keine Fackeln. Was macht der Gali? Schläft der? Hat der sich hingelegt? Guck mal. Sieht so aus, ne? Ja. Oh, die schlafen beide? Oh, wie süß. Schau mal. Es wird dunkel jetzt. Jetzt muss ich mir mal immer von außen angucken. Der liegt nämlich genau vorm Gehege. Ich wusste gar nicht, dass die schlafen. Oh, wie schön das aussieht.
No. Hast du mal ein Screenshot gemacht? Sieht voll süß aus, oder? Hm. Unsere ersten Dinos. Ach, wie toll. Genau, wir brauchen den Feeder noch. Vielleicht sollten wir noch den einen oder anderen Baum da rein platzieren. Ich habe allerdings Angst, dass die sich wehtun an den Bäumen, weil als ich gerade durch den Wald geritten bin, hat er auch immer Schaden bekommen und so. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Schaden kriegen, wenn wir da zu viel ins Gehege packen an Deko und so. Hm. Aber Wasser sollten wir schon reinmachen, ne? Ich schon, ja. Okay, wir haben jetzt einen Plan. Und zwar, die Miri möchte gerne an ihrem Haus weiterbauen oder an unserem Haus weiterbauen. Und ich werde jetzt ein bisschen das Gallimimus-Gehege erstmal verschönern, denke ich. Ich würde gerne mal was ausprobieren. Ich weiß aber nicht, ob das so cool ist. Können wir vielleicht erstmal schlafen gehen? Ich glaube, das wird gleich schon wieder hell. Ist ja schon ein bisschen länger dunkel. Okay. Ich probiere das jetzt mal. Dass sozusagen das hier sowas wie eine Brücke wird und das Wasser unter dem Gallimimus-Gehege langläuft und dann so ein bisschen im Gallimimus-Gehege rauskommt. Würde ich nämlich cool finden. Ich hoffe, ich ertrinke dabei nicht. Wir machen wir erstmal so breit und gucken mal, wo wir ankommen. Wasser sollte auch weniger werden. Oh mein Gott. Ich bin in die Höhle gefallen. Okay, oh. Hier kriege ich wieder Luft, das ist gut. In die Löcher da, oder was? Die wir vorhin gesehen haben. Du musst aufpassen, ja. In dem einen ist Lava drin, ne? Ich darf nur nicht zu hoch buddeln, da muss ich nochmal gucken. Weil nicht, dass die Gullis da rausfallen oder entkommen können. Das wollen wir ja nun nicht. Da wird schon nicht passieren. Das Wasser drückt mich leider gerade die ganze Zeit hier gegen. Ich habe halt noch keinen Plan, wo wir jetzt schon sind. Ich weiß nur, dass es gleich anstrengend wird, hier rauszukommen. Oha, okay. Hier ist schon mal ein Grasblock. Okay, wir sind im Gehege. Gehen wir ganz kurz rein. Noch schlafen die Gullis, glaube ich. Ja. Okay, das sieht doch schon gut aus, Leute. Ich glaube, ich werde das anders machen. Ich werde das hier dann eine Stufe niedriger noch machen. Und hier oben wieder zubauen. Und hier soll dann das Wasser rauskommen. Hier unten drunter. Und dann... Ah, jetzt habe ich die Fackel ausgemacht. Ist doch auch immer so viel, was hier, mir fehlt so ein bisschen Inventarplatz immer. Ich komme damit gar nicht klar. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh nein, die sind aufgewacht. Natürlich jetzt für den Bau nicht so gut. Jo, das Wasser ist da, cool. Kannst du bitte von der Tür weg? Danke. Nicht ausbüchsen. Super. Okay, wir haben schon mal Wasser. Ist natürlich vom Level jetzt hier noch nicht so wie gewollt, aber das können wir hier ändern. Hm. Ja, entweder machen wir das fließend oder... Schlucker. Na, ich weiß nicht, ob das Loch mir hier unten zu groß ist. Man könnte natürlich auch irgendwie so machen, dass das Wasser nur sozusagen aus einem so einem Dings da fließt. Warum nicht? Machen wir mal nochmal so. Dann ist das Wasserlevel ein bisschen höher. Ich glaube, ich buddel auch nochmal ein bisschen. Damit die... weil die es noch ein bisschen größeren Wasserbereich haben. Dürfen die natürlich auch nicht zu groß machen. Oh, nicht in meine Schaufel rennen. Kann ich hier nicht schlagen. Dürfen es auch nicht zu groß machen, weil die haben ja schon wenig Platz. Ich denke, so ein kleiner Wasserbereich hier. Das ist schon ganz schön. Schere stellt man einfach aus zwei Eisenblöcken her. Und habe ich jetzt gemacht. Jetzt gucke ich mal. Jo, perfekt. Dann ist hier mal so ein paar Blätter. In den Baum. Dann sollten wir schon einen eigenen Baum bauen können. Das ist ganz cool. Ist eigentlich was dagegen, wenn ich gleich mal spitzeln komme und mir angucke, was du so machst? Miri? Mm-mm. So ruhig. Mach ich gleich. Probier gerade noch ein bisschen rum.
verbrennen vor allem. Wie kommst du denn da jetzt dran? Ja, weil wir 1000 Fackeln da stehen hatten. Weil wir die doch da ausgebrütet haben. Ja gut, aber an Fackeln verbrennt man ja nicht, oder? Keine Ahnung. Nein, ich glaube wirklich nur, dass das, wenn du die reitest, dass du ein bisschen musst. Ja, das kann natürlich sein. Mach mal so ein kleines Bäumchen. Kleines Bäumchen dahin. Das hätte man vielleicht doch mal vorher machen sollen mit der Gehegestaltung, weil die Viecher sind hier schon ein bisschen im Weg dabei, aber ist auch nicht schlimm. Ich finde es immer schwer, so einen Baum natürlich aussehen zu lassen. Das ist eigentlich ganz egal, wie man die Blätter platziert, wenn man das so sieht. Ja, das sieht doch ganz schön aus. Ja, ich weiß gar nicht, warum hier kein Gras mehr nachwächst. Das würde ich irgendwie schön finden. Meinst du, das kann man auch mit einer Schere holen? Oh, kann man wirklich? Cool. Wusste ich nicht. Kann man auch das große Gras hier sich holen? Ne, es sind einfach zwei Gras. Okay. Das ist ja witzig, dass man das kann. Weg. Oh, beide warten vor der Tür. Die wollen beide in Freiheit. Und keine Lust mehr auf Gefangenschaft. Ja, der hat das Gras gerade gegessen. Ernsthaft? Schlingel. Muss ich mir noch mal ein bisschen holen. Nein! Oh, er ist ausgebüxt. Ist das deiner, Miri? Ich weiß es nicht. Das ist ein Peitsche. Miri, das ist deiner. Oder? Nee, ist meiner. Nein. Oh. Aber das bedeutet ja, dass... Oder ist er durch die Tür abgehauen? Nein, das ist durch die Tür abgehauen. Ich war ungeschickt. Nee, jetzt ist er so raus. Hast du gesehen? Ja. Ist deiner wieder? Ja. Warte, er ist wieder drin. Hä? Aber können die jetzt da raus oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ein bisschen verwirrend. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Oh mein Gott, hast du da viel gebaut. Alles klar. Creative-Modus lässt grüßen, oder was? Alles klar. Ja, man kann halt mit einem Schlag alles abbauen und so, ne? Ja. Okay, dir scheint es nicht zu gefallen. Lass mich doch erstmal gucken. Ja, wenn du schon nichts sagst, ich kenn dich. Ich weiß nicht, ob... Nein, lass mich erstmal gucken. Wie schnell ich direkt angeschnauzt werde. Ja, ich kenne dich halt. Sonst hättest du schon irgendeinen Ausdruck gemacht, wenn es gefallen würde. Nein, ich find's gut. Mach mal weiter. Ich weiß nicht, ob ich mich da, also ob ich das so geil finde mit den Holzfarben hier. Also auf dem Boden, das finde ich geil, aber da oben beim Dach, das finde ich ein bisschen strange hier. Oder das kann man ja noch ändern. Ja, hier bei der Tür, dass das so random einfach zwei Blöcke da rüber. Oh, das hast du bei der anderen Tür auch, ne? Da müssen wir mal gucken. Also, das mit dem Boden finde ich cool. Das sieht schön aus, so dunkles Holz. Ja, finde ich aber gut. Ist auch nicht zu groß. Also, ich hätte gedacht, du baust jetzt hier einen riesigen Klotz hin, aber das ist eine sehr schöne Form. Finde ich gut. Gibt's ja, aber echt, ich baue jetzt noch hoch, ne? Ja, so. Klar. Und wir haben direkt einen Keller hier unter uns, ne? Willst du das denn noch in dieselbe Folge machen, oder... Ne, bei dem Trip. Unsere Gallis sind ausgebüxt. Miri. Ey, irgendwas stimmt doch nicht. Die können da raus. Das Gehege ist nicht safe. Diesmal war keiner da oder so. Das Gehege ist... Die kommen an der Tür raus. Es funktioniert nicht, dass da drüber so ein Zaunstück ist, glaube ich. Du bist noch am Fliegen. Ich glaube, wir müssen den Zaun mal gegen den Block austauschen oder so. So, ich bin in den letzten Zügen, das jetzt gerade mal alles einen höher zu machen. Oh Gott. Alles hier im Creative Mode, weil das ist ja
nicht sonderlich spannend. Und ich hoffe jetzt mal, dass das hilft, dass die hier nicht mehr rauskommen. Aber ich denke mal, ne? Sollte eigentlich helfen. Ist jetzt alles eine Stufe höher soweit. Und ich hole mir nochmal eben der Backkeln. Die brauchen wir nicht mehr. Die machen wir mal eben wieder hier vorne ran. Das will ich so machen. Ne, vorne lassen wir die mal nur vorne. Und ich glaube, jetzt sollte das Gehege sicher sein. Und als nächstes werde ich jetzt auf jeden Fall ein... Also, wie heißt das Ding nochmal, was ich bauen wollte? Netherportal. Ja. Wollte ich jetzt als nächstes machen. Und das müsste ja mit Lava und Wasser eigentlich funktionieren. Weil ich glaube, Obsidian kann man nämlich nur mit einer Diamantspitzhacke abbauen. Und das haben wir ja nicht, oder? Nee, aber das könnten wir uns, glaube ich, herstellen. Nee, aber man kann das sich auch so gießen, glaube ich. Also Obsidian. Du brauchst halt nur Lava und Wasser und kannst das dann in Form bringen, sozusagen. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Irgendwo war doch hier eine Lava-Höhle, oder nicht? Hier bei dir irgendwo. Ja. Hast du den Eingang gerade? Zur Lava? Ja. Eigentlich praktisch steigt neben dir. Ja, das habe ich aber nicht gesehen, weil ich nicht am Fliegen bin. Hier? Nein. Oh, dir. Ah, okay. Ja, das Problem ist, ich glaube, das ist nur eine Lavaquelle. Ja, das bringt mir nämlich nicht so viel. Haben wir noch irgendwo anders Lava? Hast du irgendwo Lava gesehen? Mm-mm. Ah, ich weiß, wo Lava ist. Fliege ich mal eben hin. Ja, hier ist Lava. Boah, habe ich ein gutes Gedächtnis. Manchmal bin ich ja echt erstaunt, ne? Das ist aber noch nicht der Ursprung, leider. Dann noch höher. Ja, ja, das ist ganz schön gefährlich, Leute. Also was hätte ich ja am liebsten Miri dabei, aber ich glaube, da würde ich sie wieder in die Lava stoßen. Wie ich mich kenne. Oh, 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 oh. Ne, 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 Kommando zurück. Ja Mist, wir müssen ihn wieder hoch. Gar keine Fackeln dabei. Okay, ich glaube, das ist die Quelle da oben. Auch nicht. Gibt's ja nicht. Jetzt habe ich die Quelle. Okay. Damit haben wir jetzt Lava am Start. Zwei Eimer. Kann man mit zwei Eimer Lava eine Endlosquelle machen? Weißt du das, Miri? Mit einer. Mit einer? Ja, ein Block weg und Lava rein. Aber das ist doch keine Endlosquelle dann, oder? Doch, soweit ich weiß schon. Ehrlich? Ich dachte immer, man muss mindestens so machen. Ich brauche sogar noch mehr. Ich brauche, glaube ich, noch einen dritten. Okay, Leute, aber hier ist noch Lava, so wie es aussieht. Also wir können uns hier noch easy einen dritten holen. Gucken wir mal eben aus, das Wasser. Oder geht das gerade, fließt das gerade ab hier? Ich glaube, das fließt gerade ab. Ich glaube, hier ist doch keine Lava mehr. Jo, das fließt gerade ab. So ein Mist. Was ist eigentlich mit den Tools? Die darf ich wahrscheinlich nicht kaputt machen, ne? Oh Gott. Doch, klar. Oh Gott. Was meinst du? Was ist los? Aua, 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 aua. Ich habe keine Ahnung, ob die stark... Die ist mega schnell. Die ist eine Hexe. Oh, mit der hatte ich auch schon zu tun. Ich glaube, da braucht man Milch, oder? Weil die einen so ein... Die withert einen, oder wie man das nennt. Scheiße, ich brauche noch ein Lava-Ding und jetzt ist da eine Hexe.
Wo ist die? Hihihi. Komm her. Ich mach jetzt gleich Trick 17. Das hast du davon. Brenne! Sie verbrennt halt wirklich. Es klappt. Daneben geworfen hat sie. Sie hat Panik. Wie viel hält die aus? Aua! Die lebt immer noch. Aua. Die lebt halt immer noch. Ey, wie viel hält denn die aus? Anscheinend viel. Wir sollten uns mal irgendwann ein Schild machen, ne? Das wurde uns häufig gesagt schon. Boah. Mhm. Ey, verbrennt die nicht? Kriegt die keinen Feuerschaden? Hat die Feuerresistance? Ist ja nicht. Brennt halt immer noch. Das Schild, das juckt die gar nicht. Oh, die kann er durchwerfen. Oh Gott, die hat noch halbes Leben. Schaffen wir nicht, Leute. Wir müssen hier weg. Okay. Das Problem ist, ich habe kein Futter mehr. Oh Gott. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Erhol dich. Nein, sterbe. Halbes Herz. Halbes Herz. Oh mein Gott, ich habe nichts gefressen. Miri, ich brauch dich. Hier um die Ecke war sie. Auf meinen Lava-Eimer. Den habe ich schon mal wieder. Die Frage ist jetzt, wo ist die Hexe hin? Ich sehe nichts von der Hexe. Hab's auf Video. Da war wirklich eine. Creeper. Tschüss. Noch ein Creeper. So, ich lasse die Frau kämpfen. So macht man das. Also ich habe jetzt hier ein bisschen ausgehoben. Du bringst noch Wasser mit. Und dann sollten wir eigentlich das Portal gießen können. Ich mache hier mal noch die Wand weg. Und dann können wir in der nächsten Folge in den Nether gehen. Und sterben. Wird mal wieder Zeit, dass ich dich töte, oder? Was war das denn? Ja, nach dem Motto, als ob. Ach, so ein kleiner Schubser, der wird dir mal wieder ganz gut tun. Haben wir nirgendwo mehr Eimer? Ich habe vorhin alle genommen, die ich gefunden habe. Logischerweise. 4 Stück im Inventar. Also 2 brauchst du jetzt noch, ne? Ich glaube, 2 mit Wasser reichen schon für eine Endlosquelle. Bin mir aber nicht sicher. Ne, seit 1.9 kann man wohl keine unendliche Lavaquelle mehr. Okay. Gieß mal hier rüber, Wasser. Ob das funktioniert? Ja, ich hab kein Wasser. Ja, nimm das Wasser, was hier drin ist. Gieß das mal rüber, ob wir jetzt hier die ersten Obsidiansteine kriegen. Einen nur. Warum? I don't get it. Also früher war das einfacher mit dem Obsidian. Alter, da wäre es ja einfacher, uns eine Spitzhacke zu machen. Diamant, ja. Ja, da können wir uns lieber in der nächsten Folge eine Spitzhacke bauen. Und dann einmal über so ein großes Lavafeld rübergießen Wasser und dann haben wir das. Würde ich sagen, machen wir das. Aber das machen wir jetzt nicht mehr, weil die Folge ist, glaube ich, jetzt schon ziemlich lang. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Aber wir gehen natürlich noch nach oben kommen. Können eigentlich schon ins neue Haus nochmal eben gehen, oder? Sind da schon Betten? Nein. Ne, dann bleiben wir hier. Nächste Folge geht's dann ins neue Haus. So. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich mega über ein Like freuen. Und der Kanal von Miri ist natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Ja, beim nächsten Mal gehen wir dann in den Nether, würde ich sagen. Und du hast das letzte Wort. Schaltet bei der nächsten Folge ein.